Könnte es natürlich dann eventuell bei uns am Spot aussehen, ne? Das wäre krass. Da oben ist die Straße, wir haben kurz angehalten. Aber das wäre natürlich heftig, ne? Wenn das so der Spot ist, so könnte die Vegetation sein. Auf jeden Fall viel geiles Baumaterial, aber auch krass, was dir die Bewegung angeht, ne? Also da ist halt, wenn man da reinguckst, ist halt Jungle. Holy shit. Und hier sehe ich jetzt tendenziell auch erstmal keine Fische drin. Naja, schwierig. Aber hier könnte man vielleicht so eine geile natürliche Fischfalle bauen mit so Steinen, wenn es so flach ist. Aber dafür müsst ihr erstmal irgendwo Fische drin sehen. So, hier auch mal ein erster kleiner Walk durch so ein Wäldchen hier. Naja, es ist alles natürlich schon krass nass, ne? Der ganze Boden ist hier auf jeden Fall voll mit irgendwelchen abgestorbenen Zeug, aber keine direkte klassische Erde, sondern eher so ein so Torf. Moosig, klitschnass vorne. Das sieht doch hier eigentlich schon. Bin ich gerade blöd oder ist das hier Blaubeere? Könnte sein. Naja, so sieht das aus. Und der Klassiker, den man dann überall hat, zum Thema Regenwald. Überall Feuchtigkeit dran. Überall hängen die Tropfen. Aber geil. Es ist so geil. Schaut mal, es sind überall diese Flechten dran. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht das ein oder andere Team da auch Probleme kriegt mit Feuer machen, wenn das alles so nass ist. Also auch hier, ne, ist alles super feucht. Hier zum Beispiel mal so ein Toter. Ich weiß gar nicht, was das jetzt für ein Baum ist. Aber hier, boah, alles komplett nass. Na gut, vielleicht mit dem Kernholz dann. Auch gut, hier ist ein umgefallener Baum. Gehen wir mal hoch. Gleich erst noch ein bisschen kraxeln. Kraxeln, kraxeln, kraxeln. Boah. Zick, 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 zick. Yes. Geil. Aber wenn man jetzt überlegt, dass man da irgendwie hoch muss, eieieiei. Richtig schön. Mystisch. Man hat hier auf jeden Fall auch Moos und so, ne, hier auf dem Boden. Ist eigentlich alles voll. Zum Thema jetzt irgendwie Bettbau oder so. Aber es ist alles furztrocken, wollte ich sagen. Nee, klitschnass natürlich, nicht furztrocken. Ja, also man kann hier gut von den Steinen irgendwie zum Beispiel auch die Sachen runtersammeln. Das geht schon. Aber muss man irgendwie trocknen. Wahrscheinlich.